Willkommen zur nächsten Folge unseres lustigen kleinen Interviews. Heute habe ich Dolicious zu Gast. Willkommen. Hi. Schön, dass du dabei bist. Freut mich auch. Dann überfalle ich dich auch wie alle anderen hier mit der obligatorischen Schwachsinnsfrage. Wenn du ein Baum wärst, was für ein Baum wärst du? Ein Baum? Oh Gott. Ein Kastanienbaum. Okay, warum? Weil die meistens sehr groß und hübsch aussehen. Also ich finde die allgemein sehr hübsch. Und manchmal braucht man so ein Zeichen im Leben und dann kommt so eine Kastanie auf den Kopf geflogen und das, da sehe ich mich irgendwie. Ich weiß nicht warum, da sehe ich mich irgendwie. Das könnte Kopfschmerzen geben. Das ist genau das, was ich meistens tue. Okay. Ja, dann erzähl doch mal einen Schwall über dich. Du heißt Dolicious. Wie ist es denn dazu gekommen? Genau, also mein Künstlername ist Dolicious. Früher, als ich auf das Furry-Fandom gestoßen bin, beziehungsweise allgemein mit dem Zeichnen angefangen habe und mit dem Internet-Dasein angefangen habe, hieß ich KCXZY. War eine Zusammenmischung aus XZY, einfach so, und KC für meinen Vor- und Nachnamen. Mir ist damals nie was Besseres eingefallen. Irgendwann mal habe ich dann meine Fursona bekommen, habe sie dann auch tatsächlich zu meiner Fursona gemacht. Und irgendwann mal dachte ich mir so, ja, sie ist auf jedem meiner Profilbilder, ich zeichne sie so oft, dann sollte sie auch vielleicht ein Teil meines Namens sein, meines Künstlernamens. Von daher das Doe und das Licious von Delicious und Dolicious, da kam ich irgendwann mal irgendwie drauf. Ich habe nach Usernames gesucht, die im Internet noch relativ verfügbar waren. Das ist heutzutage tatsächlich ein bisschen schwer. Und der war tatsächlich verfügbar und ich musste den jetzt nicht zwingend viel umändern. Das hat gereicht, dass ich dann am Ende statt dem O eine 0 genommen habe. Fand ich gut und das ist dann irgendwann mal so geblieben. Okay, das rollt zumindest auch besser von der Zunge als die alte Variante. Das stimmt. Wenn du sagst Doe, dann hat das ja auch was mit deiner Fursona zu tun. Was genau bist du? Ein Reh, aber man sieht, ich habe ein Einhorn. Ich mag Einhörner, aber ich wollte jetzt nicht zwingen, dass meine Fursona ein Einhorn ist, weil ich kontroverserweise Pferde nicht mag. Und ich habe mir irgendwann mal so gedacht, so, wer schreibt eigentlich vor, dass ein Einhorn unbedingt ein Pferd sein muss? Das könnte doch auch ein Reh sein, ein Unideer, so wie ich das auf Englisch manchmal sage, oder Unidoe, je nachdem. Ja, und dann kam das halt irgendwann mal so dazu. Also früher hatte sie kein Horn und dann hatte sie auf einmal irgendwann ein Horn und es ist dann so gewesen. Ist auf jeden Fall ein Unikat. So viel können wir, glaube ich, mal festhalten, weil das habe ich zumindest bisher noch nie irgendwo gesehen. Gefällt mir aber. Das finde ich nice. Dankeschön. Magst du uns vielleicht verraten, wie alt du bist? Ja, ich bin 22, habe Geburtstag im Juni und werde 23 nächstes Jahr. Okay. Verrätst du uns vielleicht, mit was du so deine Brötchen verdienst? Meine Brötchen? Ich gehe momentan zur Schule. Ja, mit 22. Ich mache momentan mein Fachabitur zur gestaltungstechnischen Assistentin. Habe aber bereits eine Ausbildung abgeschlossen. Und zwar als technische Konfektionärin. Das klingt jetzt erstmal gruselig. Es ist aber nicht. Das ist praktisch Nähen. Es ist einfach nur der Beruf der Näherin. Nur, dass ich keine Klamotten früher genäht habe, sondern eher so technische Sachen wie Filter für Staubsauger, für Filteranlagen, Filterbeutel auch teilweise und so kleine Knickknacks, die man halt für manche Geräte, die man so im Markt kaufen kann, verwenden würde. Ja, Umschulung aus dem Grund, der Beruf war zwar sehr interessant, ich mochte es zu nähen, ich habe auch demnächst vor mir wieder eine Nähmaschine zuzulegen, die funktioniert. Hoffentlich. Ich wollte aber irgendwas Kreatives mit mir anfangen und da dachte ich mir, warum kein Fachabitur, ne? Oh, das macht ja auch Sinn. Ich meine,
Egal wie viele Ausbildungen du hast, dümmer ist dabei noch niemand geworden. Vonsofern, warum nicht? Sehe ich genauso. Und ich meine, wer sagt, dass ich das später nicht irgendwie nicht zusammen verbinden kann? Also ich sehe schon ganz viel Potenzial. Wir lernen zum Beispiel jetzt in der Schule 3D-Modelle, so Blender und so weiter. Und das wird sehr oft dafür benutzt, um Muster zu machen, um diese 3D-Modelle dann halt eben aufzumachen, zu unwrappen und die dann halt sozusagen, das sind dann so 2D-Flächen, die ich dann später ausdrucken kann, als Muster verwenden kann und dann halt eben zusammennähen kann. So Plüschi-artig oder so, also sehe ich sehr oft im Internet, wäre auf jeden Fall was Cooles zum Ausprobieren. Dann würde ich definitiv beide Berufe miteinander verbinden. Zumindest etwas angenehmer für was auch immer du da vorhast, als, naja, die althergebrachte Methode mit jeder Menge Duct Tape, um zu einem Schnittfuster zu kommen. Das stimmt. Was wären so deine Hobbys außerhalb dem, also außer Nähen und 3D-Dinge in 2D umwandeln und dergleichen Geschichten? Also ich zeichne sehr gern. Ich bin, ja, ich nenne mich jetzt mal Künstlerin. Ja, ich zeichne sehr viel in meiner Freizeit. Das ist hauptsächlich das, was ich mache. Nähen steht auf jeden Fall an zweiter Stelle. Und ansonsten sammle ich gerne Dinge, so kleine Trinkets. Seien es Pokémon-Karten, früher Briefmarken oder Edelsteine, jetzt nicht wegen deren ihrer irgendwie Bedeutung, sondern einfach nur, weil die hübsch sind. Okay, Badges. Das verstehe ich. Badges sammle ich auch. Also wirklich liebensgerne tausche ich mit anderen Künstlern, um dann selber was zu zeichnen und um von denen etwas zu haben. Sobald meine Pinnwand hier in der neuen Wohnung hängt, werden die alle auf jeden Fall aufgehängt wieder. Okay. Das heißt, du hast auch eine Sammlung an Badges von deiner eigenen Sona einfach durch solche Austauschdinger? Nicht nur von meiner Sona. Ich besitze mehrere Charaktere, mit denen ich also nicht direkt identifiziere, aber die ich halt gerne zeichne. Die jetzt nicht zwingend irgendwelche Geschichten hinter sich haben. Ich bin jetzt nicht so ein Geschichtenschreiber. Die haben keine Lore, keine Stories. Existieren einfach nur da, um sie zu zeichnen. Aber unter anderem ist meine Sona auch mit dabei, ja. Okay. Was wir jetzt gerade von dir hier auf dem Bildschirm sehen, hast du das auch selber gezeichnet? Ja. Kann sich sehen lassen. Ist einer meiner Telegram-Sticker. Von meinem Telegram-Sticker-Pack, der nie fertig geworden ist. Wie bist du irgendwann mal aufs Furry-Fandom gekommen? Weißt du das noch? Also, was hat dich reingeführt? Ich erinnere mich noch ganz genau. Also, ich weiß auf jeden Fall, dass es 2015, 2016 war. Und da lief auf YouTube gefühlt auf jedem Channel Werbung von Amino. Nicht zwingend für Furry-Amino. Das klingelt vielleicht so bei manchen Leuten jetzt schon, die hier zugucken. Sondern ich habe früher sehr gerne Steven Universe geschaut. Das ist eine Kinderserie, beziehungsweise eine Zeichentrickserie. Und ich bin dann irgendwann mal beigetreten, habe dort Freunde aus England kennengelernt. Und eine davon war zu der Zeit Kuratorin, beziehungsweise Moderatorin auf dem englischen Furry Amino, auf dem großen. Es gibt ja auch kleinere Communities dort. Sie war eine Moderatorin auf dem Großen und sie meinte zu mir so, ja, du zeichnest ja so gerne und du machst ja so gerne Charaktere selber. Früher habe ich dann halt von Steven Universe diese Gemsonas gemacht. Da hat sie gesagt, komm mal ins Furry Amino, das wird dir bestimmt gefallen. Und dann bin ich beigetreten und war zuerst nur mit ihr so unterwegs in den ganzen Chats und sonstigem. Und irgendwann mal hat sie gesagt, mach dir mal eine Fursona. Ich so, klar, warum nicht? Ist ja genau das gleiche wie eine Gemsona. Und das hat sich dann irgendwann mal so entwickelt. Ich habe seit Jahren nichts mehr mit Steven Universe zu tun, aber im Furry Fandom bin ich trotzdem geblieben. Ich war dann auch selber irgendwann mal Moderatorin auf diesem Amino. Und ja, mittlerweile ist die App nicht mehr zu gebrauchen, leider. Aber stimmt, leider. Ja, dadurch bin ich tatsächlich ins Furry Fandom gekommen. Na gut. Dann bin ich froh, dass dich die ganze Werbung und Geldgrabberei nicht vertrieben hat und du trotzdem im Fandom geblieben bist. Also auf Amino meine ich. Ja, die App an sich, die war ja früher ganz cool, nur dann wurde die halt
in verschiedene Hände rumgeschmissen, so von der Verwicklung her. Also Amino selbst, nicht die Furry Amino App, wobei die auch. Ja, und irgendwann mal, also man sieht es jetzt, früher waren da circa 3000 Leute bis 5000 Leute am Stück online. Also ich rede jetzt von dem großen Englischen. Und gestern war ich noch irgendwie drauf, so aus Nostalgiegründen, und da waren vielleicht 130 Leute online am Stück. Und das ist ein krasser Downgrade. Die App ist wirklich nicht mehr zu gebrauchen. Da sind nur noch Spambots und alles Mögliche. Das ist sehr traurig. Aber irgendwo sehe ich auch ein, dass andere Apps jetzt das übernommen haben, was ich dann halt eben damals hatte, ne? Diese Einführung in verschiedene Sachen. Ja, und Gott sei Dank ist sowas wie das Furry-Fandom nicht an irgendeine Plattform gebunden, sondern relativ flexibel, was das angeht. Das stimmt, da bin ich auch darüber. Was hatte ich im Fandom gehalten? Also über die letzten paar Jahre, warum bist du dabei geblieben? Mein Hobby, das Zeichnen selbst, hat mich im Fandom gehalten. Ich bin tatsächlich nicht so per se der typische Typ von Furry. Ich habe eine Fursona. Klar, ich tue Dinge, was Furries halt tun, aber ich bin eher so casual mit dabei. Ich habe auch Freunde in dem Furry-Fandom, aber ich habe halt auch noch ein Leben drumherum, was ja auch nichts heißen soll. Und ich glaube, der Grund, warum ich noch aktiv dabei bin, ist, dass ich mich in diese ganzen Dramageschichten und alles Mögliche einfach raushalte. Das ist nämlich der Faktor, der viele da raustreibt. Und ich glaube, mein Glück war es einfach, ich hatte noch keinen Grund, um da rauszugehen, um mich damit nicht zu assoziieren. Und es macht mir halt einfach Spaß, das Zeichnen und auch das Sammeln von Charakteren. Das sammle ich auch tatsächlich. Also ich habe verschiedenste Charaktere, die ich dann halt gerne zeichne oder mit Freunden teile. Und ja, ich glaube, das ist das, was mich so am meisten dabei hält, auch der Kontakt zu anderen Menschen, die dann halt genauso gleich sind wie ich, auch normale Leben führen und trotzdem noch nebenbei mit ihren lustigen Charakteren Spaß haben. Ich glaube, das ist so ziemlich der Kern des Ganzen. Für die meisten ist das, glaube ich, auch ein Stückchen weit einfach so ein bisschen Alltagsflucht, so einfach aus dem Leben mal kurz aussteigen und ein bisschen Blödsinn machen. Ja, das stimmt. Ich muss mich davon abgewöhnen, dass das Internet, ich bin noch so ein kleiner Stubensitzer, ich gehe nicht so viel raus, deswegen, also zumindest auf Conventions. Das Einzige, was ich so von dem Furry-Fandom mitkriege, ist das, was man online sieht. Und online kommt das manchmal echt so rüber, als ob die Leute wirklich nur das leben würden. Als ob es nichts anderes in ihrem Leben geben würde, außer das. Wenn du mal mehr auf so Conventions oder auch nur den lokalen Furry-Stammtisch, den es ja bei dir garantiert auch gibt, einfach mal reingucken. Die Leute haben unglaublich viel zu erzählen von, keine Ahnung, Arbeit, Hobby, schlag mich tot. Da sind durchaus interessante Charaktere dabei. Apropos, wie sieht's aus bei dir mit so Stammtischen und Co.? Irgendwas, wo du sagst, da war ich schon mal oder da will ich mal hin? Ja, ich war tatsächlich schon mal auf ein paar Stammtischen auch öfters besucht. Und zwar war ich schon mal auf dem Dortmunder Stammtisch. Hm? Da hat ja zuerst im Kleingarten stattgefunden. Dann gab's eine kleine Trennung und dann wurde es zu Ruhr vermietet und die haben jetzt einen neuen Standort. Da war ich aber bis jetzt nur einmal, deswegen weiß ich jetzt leider nicht, wie die Stadt heißt. Herne, glaube ich zumindest. Und genau dort war ich und auf dem Furdance in Troisdorf, dem Ferality Furdance. Gibt es irgendwas, wo du sagst, da willst du unbedingt noch hin? Ich glaube, das ist jetzt so das Typische. Ich würde mir gerne mal die Euroference angucken. Hm? Einfach aus dem Prinzip, weil da so viele Leute herkommen aus unterschiedlichen Ländern. Das will ich mir einfach mal angeguckt haben, also wie die Leute da so drauf sind und wie so eine Furry Convention sozusagen abläuft. Also auf Enemy Conventions läuft das auch auf eine bestimmte Art und Weise ab und da bin ich einfach neugierig, wie das ablaufen würde und wie das so aussieht. Ist auf jeden Fall ein Besuch wert, das kann ich dir sagen. Du hast Anime-Conventions erwähnt, das klingt so, als wärst du da auch schon auf der einen oder anderen gewesen. Auf kleineren, also ich habe
früher in Baden-Württemberg gewohnt und da gab es die Animex, die war in Pfaffenhausen und da war ich wirklich so oft und den Japan-Tag kennt man ja auch und die Dokumi, auf der Dokumi war ich jetzt zwar persönlich nicht, aber dennoch sieht man da so online so ziemlich, wie das abläuft. Ja, also ich würde fast schon sagen, dass die Animex so eine kleine Dokumi ist. Man hat da auch die Verkäuferstände und draußen die ganzen Cosplayer und im Außenbereich noch den Essensbereich und sonstige kleine Ecken zum Manga lesen, Spiele spielen oder sonstiges. Also so stelle ich mir das ungefähr vor. Ja, zur Dokumi kann ich jetzt tatsächlich nichts sagen, da hat es mich bisher noch nicht verschlagen. Auf der Leipziger Buchmesse war ich bisher, das war, glaube ich, die größte Anime-Con, auf der ich war, weil die haben ja auch eine riesige Anime-Ecke. Ich denke, du hast es ganz gut beschrieben. Ich hoffe zumindest. Also das Einzige, was die Animex bei uns in Zuffenhausen richtig gut ausgemacht hat, ist eine riesen Sporthalle, die gefüllt mit alten Konsolen und Kartenspielen war. Ne? Die ganzen Dungeons and Dragons unter anderem auch und Magic the Gathering wurde da auch ganz viel gespielt an unterschiedlichen Tischen. Also das war schon echt krass mit anzusehen und eine Riesenbühne, wo man dann halt diese Dance-Spiele auf der Matte spielen konnte. Das war auch sehr lustig. Klingt nach was, in dem ich mich häuslich einrichten würde. Es war auf jeden Fall sehr lustig. Also wenn ich könnte, würde ich da nochmal hingehen. Gibt ja genug Messen und Cons, Gott sei Dank, mittlerweile. Es wird ja immer mehr und das finde ich ganz gut so. Was völlig anderes. Wie sieht's aus mit dem Fursuit? Hast du einen? Willst du einen? Brauchst du einen? Brauchen? Nein. Also ich glaube, keiner braucht einen Fursuit. Ich habe tatsächlich einen Fursuit auf dem Weg zu mir. Auf eine besondere Art und Weise. Also das wird erstmal ein Kopf sein. Irgendwann mal wird sich das auf ein Partial erweitern. Ich bin mir nicht sicher, ob es je ein Fursuit wird, aus gesundheitlichen Gründen. Aber tatsächlich ist erstmal ein Kopf unterwegs zu mir aus Deutschland, den ich mir ertauscht habe. Ich bin auf den Künstler zugegangen und habe gesagt, hey, ich habe gesehen, dass du Tauschangebote annimmst. Hier ist meine Kunst. Wie gefällt's dir? Wie viel würdest du haben wollen? Kann man da was ausmachen? Und tatsächlich habe ich eine Zusage bekommen. Ich bin auch schon tief mittendrin dabei, die ganzen Sachen fertig zu zeichnen. Also schon über die Hälfte fertig, auf die wir uns geeinigt haben. Und wenn ich dann damit fertig bin, dann ist die liebe Edna der Drache zu mir unterwegs. War ein Premade von dem Suitmaker. Und ja, wie schon erwähnt, ist ein Drache, ist ein roter Drache. Ich freue mich auf jeden Fall. Das ist auf jeden Fall eine ungewöhnliche Art, zu einem Fursuit zu kommen. Das stimmt. Und ich bin auch sehr froh, dass ich das so hingekriegt habe. Ich glaube, das ist so der Wunsch von jedem. Mal eben, ich sage jetzt mal, Verlau ein Fursuit bekommen. Aber Verlau ist es ja wirklich nicht, weil in meine Zeichnungen geht auch sehr viel Arbeit rein. Und es ist genau die gleiche Mühe und auch Zeit teilweise. Wie ist es dazu gekommen, dass du gesagt hast, ich hätte jetzt doch gern einen? Einfach gesehen und gefallen oder steckt mehr dahinter? Also, ich war ja schon, ich glaube, 2020 das erste Mal auf dem Dortmunder Stammtisch und ich habe die ganzen Leute gesehen, wie sie mit ihren Fursuits rumlaufen. Und auch eine Freundin von mir hat einen Fursuit und das hat immer so Spaß gemacht, den zuzusehen, wie sie damit rumlaufen und wie sie damit Spaß haben, dass man auch, ja, einfach mal lustig drauf sein kann, sozusagen. Dass man mal eben, auch wenn man müde vielleicht aussieht oder sich ein bisschen nicht traut oder eher schüchtern ist, dass man dann halt das Ding aufziehen kann und den Leuten Freude machen kann und sich dann halt auch dementsprechend, ja, vielleicht so ein bisschen dahinter verstecken kann und dann halt ein bisschen mehr trauen kann, so. Und ich dachte mir so, okay, das sieht nach Spaß aus. Aber klar hätte ich gerne ein Fursuit von meiner Persona. Einerseits. Andererseits weiß ich, dass Nähen eine harte Arbeit ist. Und dritterseits bin ich mir nicht sicher, ob ich bis jetzt noch jemanden gefunden habe, der dazu fähig wäre, die Haare von meiner Persona so umzusetzen, wie ich es gerne hätte. Von daher war das erstmal komplett außer Frage. Und dann habe ich irgendwann mal
den Fursuit-Maker von meinem Fursuit gefunden. Und dann die Anzeigen. Ich dachte mir so, ja, vielleicht kann ich das ja mal abbezahlen. Hab das mit den Angeboten gesehen und ich dachte mir so, boah, das hier steht ja richtig viel zur Auswahl. Also, mein Fursuit-Maker hat noch einige Premates. Und ich dachte mir so, ja, der Drache ist ziemlich süß. Ne, beweglicher Jaw und voll der süße Charakter eigentlich an sich, so ganz simpel. Das heißt, ich habe auch noch Freiraum, irgendwas zu bearbeiten, wenn ich das gerne hätte. Und ja, das kam dann einfach irgendwie so. Also, ne, ich habe einfach aus Neugier mal gepokert, so, geht das mit dem Tausch? Ich habe eigentlich gedacht, dass da ein Nein kommt. Aber dann kam ein Ja und es ist dann auf einmal so geschehen. Oh, das ist da auch eine nice Sache. Magst du uns verraten, wer den Suit gebaut hat? Dann lass mal hier gerne mal einen Shoutout da. Ja, das wäre Bakapaw Creation. Also es laufen einige Fursuits schon von ihm rum und die sind alle so, so, so toll. Ich habe Bakapaw tatsächlich über andere Fursuiter gefunden. Das Hauptsächliche an dem Stil von Baka sind die Riesenaugen und ich liebe das so sehr, ne? Und dann habe ich irgendwann mal den Aquana-Suit gesehen und ich dachte mir so, oh, ist ja ganz lustig, ne? Und dann habe ich den Künstler gefunden und dann kam ich irgendwie in den Telegram-Channel rein und dann auf einmal war der Channel drin, wo die Sachen verkauft werden und ja, ist einfach so dazu gekommen. Also, habt ihr gehört, Bakapaw Creations, aber nicht, dass er jetzt alle anfängt, hier Art zu tauschen. Auch Künstler wollen von irgendwas leben, das gilt auch für Suitbauer. Aber das nur am Rande. Ja gut, also es war's, wenn der Suit quasi brandneu ist, wirst du da noch nicht allzu viel haben, richtig? Keine Ahnung, Plüschpizza? Nee, da habe ich tatsächlich nicht viel. Und ich weiß auch nicht, was ich der Edna geben würde. Muss ja nicht, ist ja keine Pflicht, aber rennen halt viele mit sowas rum, deswegen die Frage. Wenn du sagst, nö, also ohne ist besser. Ich könnte mir bei Edna vielleicht so ein Fisch vorstellen, weil blau und rot sieht natürlich immer ganz hübsch aus. Drachen essen ja Fische ganz gern, von daher könnte ich mir vorstellen, in der Zukunft vielleicht sowas zu holen. Das ist ja auch ganz niedlich. Wie sieht's bei dir mit generellen Furry-Medien aus? So, keine Ahnung, Zootopia, der geläufige Webcomic, sowas in der Größenordnung, irgendwas, wo du sagst, das ist total cool, das sollte man gesehen haben? Also tatsächlich gibt's keinen Film, der mich so ins Furry-Fandom gebracht hat. Ich habe erst bemerkt, dass ich die gerne spiele, sehe oder sonstiges, als ich dann schon im Fandom drinnen war. Also Beastars fand ich auf jeden Fall sehr cool, den Anime. Zootopia habe ich irgendwann mal geguckt, aber Disney-Filme sind nicht so mein Ding. Oder Pixar, ich weiß es nicht. Von wem jetzt der genau ist. Letztens habe ich einen Ghibli-Film geguckt. Hier dieses Königreich der Katzen. Ganz toller Film. Fand ich richtig super mit den Katzen. Ja, und der Spiele, ist in der Tat sehr gut. Spiele fällt mir tatsächlich nichts ein. Okay, das ist ja auch in Ordnung. Gibt's sonst generell irgendwas, wo du sagst, das hättest du im Fandom gerne anders? Was ich im Fandom gerne anders hätte? Da könnten jetzt viele lustige, schöne Sachen jetzt aus meinem Kopf rausströmen, aber auch sehr unangenehme. Ich glaube, wenn ich das Unangenehme erwähne, kann sich schon jeder ungefähr denken, was ich damit meine. Ich wünschte mir, davon gäbe es weniger. Auch das gesamte Drama-Gemache, das kann ich irgendwie nicht vollkommen nachvollziehen. So, lass die Leute doch einfach machen. Glaube ich, das beste Motto, nach dem man also leben kann. Ich meine, solange es niemanden irgendwie wehtut, lass die Leute machen. Ich finde dafür, dass das Fandom so mit Akzeptanz wirbt, ist es an manchen Stellen echt nicht so. Naja, da fehlt ein bisschen von der Akzeptanz. Das sieht man in vielen Bereichen, im Fursuiter-Bereich oder wenn es um alles Mögliche geht. Ne? Man kann einen doofen Artstyle haben und schon wird man irgendwie ausgegrenzt. Man kann nur weibliche oder männliche Charaktere oder sonstige Geschlechter irgendwie zeichnen und dann wird man trotzdem ausgegrenzt und es gibt immer irgendwas, worüber irgendjemand zu meckern. Das geht mir manchmal
echt um die Ohren. Also kann ich mir echt nicht mehr anhören. Deswegen gucke ich auch auf die meisten Social Medias nicht mehr. Weil das echt, echt, echt anstrengend ist. Und ja, davon wünschte ich mir vielleicht ein bisschen weniger. Am besten vielleicht ganz lassen, das wäre auch ganz cool. Und was ich mir mehr wünschen würde, ist mehr Möglichkeiten, anderen zu zeigen, wie es im Fandom ist. Ich meine, klar, gibt's im Internet, kann man sich immer angucken und auch die ganzen Conventions und die ganzen Dinger. Und ich finde das auch immer ganz toll, wenn irgendwelche Stammtische mit der Zeitung irgendwie kooperieren oder sonstiges machen, irgendwie im Fernsehen auftreten oder so und das mal zeigen. Aber ich wünsche, es gibt trotzdem mehr Möglichkeiten, das mal ein bisschen schöner darzustellen, weil wir wissen alle, dass die Öffentlichkeit von uns keinen guten Eindruck hat. Auch wenn sie uns da irgendwie auf einem Walk rumlaufen sehen, dann hat keinen guten Eindruck. Meistens werden wir nur irgendwie komisch angeglotzt. Ja, das wären so zwei Dinge, die mir jetzt einfallen. Okay. Gibt es sonst noch irgendwas, das du generell mal so an die Allgemeinheit loswerden möchtest oder irgendjemand, den du grüßen willst? Ich möchte ganz gerne die Potamigos grüßen. Ja, seid gegrüßt, seid flauschig und be cringe but free. Und ansonsten geht ein Gruß an jeden Einzelnen raus, der hier mir zugehört hat und uns hier zugeschaut hat. Regt euch nicht so auf, atmet durch und chillt einfach. Das ist das Einzige, was ich so sagen kann. Das wird schon alles gut. Genau, dann würde ich sagen, atmen wir jetzt auch einmal tief durch und verabschieden uns. Delicious, ich danke dir fürs Dabeisein. Dankeschön fürs Interviewen. Gerne, gerne. Und falls ihr auch dabei sein wollt, Link ist in der Videobeschreibung. Draufklicken, eintragen, dabei sein. Und ich wünsche euch noch einen angenehmen Abend.